Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Heute geht es um meinen neuen KikiK. Das ist die Größe A5, beziehungsweise Large in Lilac mit goldenen Punkten. Eigentlich wollte ich den in Mint haben, aber den gab es dann leider nicht mehr. Trotzdem habe ich mich jetzt mit dem angefreundet und finde den eigentlich ganz schön. Kommen wir zum Inneren. Und zwar ist hier die Seite mit den Taschen. Da habe ich hier von KikiK die Sticky Notes und das Zettelchen, was dabei war, drin gelassen. Außerdem habe ich hier noch ein selbst gebasteltes Giräffchen. Das war mein erster, deswegen ist er nicht so gut geworden. Und noch ein paar Sticky Notes, Visitenkarten, Büroklammern. Hinter diesen Taschen ist hier noch eine weitere Tasche. Da habe ich nochmal eine Tasche, wo Sticker drin sind. Derzeit noch Weihnachtssticker, aber das wird sich sicherlich noch ändern. Hier ist der Reißverschluss. Den benutze ich derzeit noch nicht, aber fand ich ganz süß vom Layout her. Aber wie gesagt, habe ich noch nicht benutzt. Hier dahinter ist noch ein Zettel von KikiK. Der lag dabei. Und hier dahinter ist noch mein Notizbuch, wo ich noch nicht weiß, ob ich das dort lasse. Das ist einfach, falls ich kleine Zeichnungen machen will, dass ich die auf einen extra Block habe, den ich dann immer auch mal rausnehmen kann. Ja, auf dieser Seite seht ihr jetzt schon mal, dass ich eigentlich zwei Dashboards habe. Und zwar ist das eine vom Personal. Das habe ich selbst von Pinterest ausgedruckt und ich mag das einfach so sehr. Aber bin von dem Personal auf A5 gewechselt, weil der mir doch besser gelegen hat. Aber trotzdem wollte ich das irgendwie hier drin integrieren und musste hier unten nur eine Ecke wegschneiden und dann hat es gepasst. Das hier ist das eigentliche Dashboard vom A5. Das auch von Pinterest, wobei der Fuchs ein extra Bild ist, den ich dann rein retuschiert habe. Wenn man das umklappt, sieht man meine Sticky Notes und einen Spruch, der ist immer frei. Hier sind welche von Pedigree und Flyleaves von Fidofax. Bisschen bunt gemischt, aber ich tue die erstmal aufbrauchen, weil ja, die sind jetzt nicht so schade wie diese hier. Das habe ich übrigens auf so ein Flyleaf von Fidofax gemacht. Und dahinter, das ist ein normales Blatt, das ist nicht einlaminiert. Dann ist noch ein Spruch von Casper, und zwar vor den Monatsübersichten. Da habe ich die Divider von KikiK drin gelassen, weil ich die ganz süß fand. Dann ist hier die 52-Week-Money-Challenge. Die habe ich schon begonnen, aber noch nicht abgehakt. Die werde ich auch höchstwahrscheinlich durchziehen. Dann habe ich nochmal einen Spruch. Wie ihr seht, ich hatte den Personal ganz eingerichtet gehabt. Hatte vorher den Patent Hot Pink von Fidofax. Der war mir dann irgendwie von der Aufteilung hier, hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mir dann einen Personal Patent in Pink oder Rot, weiß jetzt nicht genau, den Domino gekauft und habe den eingerichtet, weil ich so Lust hatte. Aber wie es halt so ist, dann ist der KikiK günstiger gewesen und dann hat es mich nicht mehr halten können bei den Fidofax. Ja, dann ist hier ein. Wisst ihr alle, was das ist? Dann kommt von der Flow auch einlaminiert in Personal Größe die Jahresübersicht. Fand ich ganz süß und deswegen habe ich mir die einlaminiert. Meine Resolutions für 2015, bisher nur eins drauf. Weiß nicht, ob sich das noch ergänzt. Ich lasse es jetzt erstmal drin. Kleines Flyleaf von KikiK wieder für 2015. Und ihr wisst schon, für 2015 für die Monatsübersicht. Die habe ich aus der Fidofax Deutschland Gruppe in
Facebook. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, aber ich fand die so süß, dass ich die einfach drin lassen musste. Die hatte ich in meinen Hot Pink und habe die mir mühsam ausgedruckt und es wäre zu schade gewesen, die einfach wegzuwerfen. Dann habe ich wieder einen kleinen Divider vom Personal. Und jetzt kommen die Wochenübersichten. Übersichtsteil halber habe ich noch vom Dezember welche eingeheftet, die mir halt die letzten Wochen vom Dezember haben mir halt ganz gut gefallen, weil ich mir da richtig Mühe gegeben habe beim Dekorieren. Und dann noch von der neuen Woche im Jahr noch die Dekoration. Und die Einlagen sind von Kreativzwerg, von der Wanda. Und die sind in einer super Qualität. Kann ich nur jedem empfehlen. Das Papier ist auch schön glatt. Also es gefällt mir sehr. Das ist die erste Woche im Kiki. Wie ihr seht, noch nicht so dekoriert. Hier kam er erst an am Montag und da habe ich noch nicht so viel dekoriert. Das ist die aktuelle Woche mit dem Lineal. Die werde ich im nächsten Video dekorieren. Würde mich freuen, wenn ihr das auch anschauen würdet. Jetzt kommen noch bis Ende März Einlagen, wo überall einfach nur Sticky Notes heften, wenn was ist. Und schon kommen wir zum nächsten Divider. Das ist von der Bojack Life Card. Die habe ich hier eingeheftet und die fand ich ganz süß. Das Papier ist von Idee, was jetzt auch die folgenden Papiere habe ich einlaminiert. Ich musste es zweimal laminieren, weil das vorher sich hier ein bisschen gelöst hatte. Ich hoffe, es hält jetzt. Dann habe ich noch Sticker draufgeklebt und ein paar Klammern. Und eigentlich liebe ich nicht so Paris, eher New York, aber das hat ganz schön gepasst zu den Rosa. Jetzt kommen die Listen und zwar habe ich da als erstes noch ein Zwischenblatt drin. Und zwar hatte ich mir die mal bearbeitet. Die sind auch von einer Philofaxerin, von einer Bloggerin. Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Werde ich eventuell in der Infobox anhängen. Und die habe ich mir ein bisschen bearbeitet, weil mir das zu viel Schreib drin war. Ich weiß nicht, ob ich die noch benutzen werde, eher nicht. Habe ich mir jetzt drin gelassen, weil ich die halt ja noch habe. Und dann habe ich hier oben solche kleinen Hinweiszettelchen nochmal. Die sind dann für die einzelnen Listen. Hier ist zum Beispiel das Ärzteverzeichnis. Wie ihr seht, noch nicht ausgefüllt. Werde ich dann nach dem Video erst tun. Dann kommt noch ein Divider vom Personal. Die Geschenkanhänger sind von IKEA. Habe ich einlaminiert. Das sind die To-Do-Listen vom Kiki K. Die sind hier so abreißbar. Das fand ich ganz schön. Aber habe ich noch nicht benutzt. Hier kommen noch eine Einlage von Kiki K. Und zwar Shops und Restaurants. Auch noch nicht ausgefüllt, werde ich aber bald tun. Jetzt kommt meine Wishlist. Hier noch so ein Blättchen drin. Seht ihr schon eine Kamera? Dann habe ich noch solche Einkaufsanhängzettel, solche Zettelchen für Geschenke. Da möchte ich eventuell Sprüche draufschreiben, deswegen hängen die jetzt auch hier bei Wishlist, dass ich mich daran erinnere. Ja, und meine Wishlist habe ich jetzt erst kürzlich erstellt. Ist nur Fotokram. Leider hatte ich kein großes Kamera-Stickerchen, deswegen hier nur so einen kleinen goldenen. Ein was habe ich mir schon erfüllt. Nichts mit Kamera zu tun. Und wer sich jetzt wundert, was denn das hier? Ein Auto. Warum hat die das da drin? Das habe ich mal letztes Jahr eingeklebt. Und zwar steht das immer noch auf der Wunschliste. Ich mache Modellbau, Flugmodellbau und wollte unbedingt dieses Auto haben. Es steht jetzt erstmal auf der Wunschliste. Mal sehen, wann das ins Haus kommt. Und ich fand das zwar nicht so toll dekoriert, aber ich wollte es drin lassen. Dann kommen jetzt noch leere Zettelchen liniert. Und dann kommen meine Urlaubsaufteilungen. Dann habe ich jetzt hier nur ein paar Brückentage aufgeschrieben, sonst noch nichts. Nächste Divider ist so ein bisschen durchsichtig.
und mit einer BoJack Life Card versehen. Und zwar ist das für Inspiration. Da habe ich jetzt noch nichts drin, außer ein paar BoJack Life Cards, die mir gefallen haben. Wieder ein kleiner Divider und linierte oder gepunktete Blätter, die ich mir mal ausgedruckt habe für ein Personal. Und die habe ich einfach drin gelassen. Man kann nie genug haben von Blättern. Das nächste Divider ist von Idee wieder. Das ist dieses dünne Papier, was man nimmt, um diese Tierchen zu bekleben. Und ich fand das richtig süß, weil das so ein Blumenmuster hat und noch golden ist. Das schimmert jetzt nicht mehr so doll, aber es ist auch so dünn, dass man es nicht einfach so einheften kann. Dann habe ich wieder eine BoJack Life Card drauf gemacht, weil jetzt kommen die Ideen. Und zwar habe ich hier dann noch so ein kleines Täschchen mit ein paar BoJack Life Cards. Mal sehen, was da noch alles so reinkommt. Dann habe ich hier von Sovi.cc Kalendereinlagen in Monatsübersichten, aber noch nicht beschriftet. Das werde ich benutzen, um so Sachen zu planen. Weil jetzt kommen nämlich ein paar Listen. Und zwar ist das alles zur Fotografie. Einmal eine Challenge für jede Woche des Jahres. Ideen für Fotografie oder Business-Fotografie. Also Business-Sachen für die Fotografie. Möchte ich anfangen, mal schauen, wie viel ich schaffe. Ich werde das nicht nach Reihenfolge machen. Vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so doll. Als nächstes kommt ein Gewinnspiel, und zwar ist das der Dogma Award, auch wieder zur Fotografie. Da habe ich mir die Infos aufgeschrieben und die Vorschläge, die genannt haben. Habe auch schon eine Idee, zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Mal schauen, wie sich das umsetzen wird. Als nächstes habe ich hier dann nur noch Filofax Blätter. Die habe ich jetzt einfach drin gelassen. Dann kommt wieder ein Divider und meine Geburtstagsliste, die ich auch letztes Jahr erstellt habe. Mal schauen, ob ich die erneuern werde, aber eigentlich ist auch eine schöne Erinnerung, was man mal zur Anfangszeit gebastelt hat. Nächste Divider ist Food. Habe ich auch bisher nur noch einen Divider drin und das rosane Papier. Ist noch nichts drin, es werden wahrscheinlich Listen erstellt mit Rezepten, die man so über die Woche hin kochen kann. Weil mein Freund und ich, wir denken uns manchmal, ja, was essen wir denn diese Woche? Ja, nicht nur wieder das oder das. Halt ein paar Ideen sammeln, was man halt so gerne gekocht hat und was schnell und günstig umzusetzen ist. Dann habe ich hier so ein Zippertütchen, wo ein paar Sticky Notes drin sind und Klammern. Das habe ich aus Karstadt. Das kam, glaube ich, 3 Euro. Und das ist eigentlich ganz schick. Die sind auch wesentlich günstiger als die von Filofax. Dann habe ich jetzt hier noch so ein paar Einlagen für Karten. Aber ja, das ist jetzt langweilig. Das letzte ist ein Einlagen, wo oben offen ist. Da habe ich gerade Stifte drin. Weil ich habe aktuell mir den Frixen Stift gekauft, mit dem bin ich sehr zufrieden. Aber irgendwie fehlt mir da die Farbe. Und da habe ich noch Filzstifte reingetan, die ich gerne benutze. Bleistift und noch ein Kuli. Das macht den Kikitei ziemlich fett. Mal schauen, ob ich das so lasse. Als letztes habe ich dann hier nur noch diesen Notizblock. Ich lasse ihn jetzt erstmal drin, mal sehen, ob ich den benutzen werde. Wieder. Der Kikitei, den habe ich jetzt ja erst 2 Wochen und ich denke, er wird noch ein bisschen dünner werden, weil wenn ich den jetzt zumache, muss ich immer aufpassen, dass das hinten so zu ist. Dann seht ihr schon, dass das ziemlich dick ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig erkennen kann. Auf jeden Fall ist da schon richtig was drin. Und einzigster Nachteil ist bei diesem Gummiband, es drückt alles so ein bisschen runter und dann entsteht so ein Bogen. Hier oben ist es noch extremer.
Deswegen lasse ich den so oft es geht ohne geschlossenes Gummiband liegen, dass sich das nicht so hinbiegt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich dieser Planer verbiegt. Ich finde ihn ganz schön und er ist schön groß. Manche sagen, ja, das passt nicht in meine Tasche, aber ich finde das gut, dass der so groß ist, weil ich will mal alles dabei haben, gerade wenn ich auf Arbeit bin, habe da Mittagspause, dann möchte ich dann da drin auch was machen, wenn mir irgendwas einfällt. Ich habe immer Ideen irgendwo und dann die aufzuschreiben ist immer ein bisschen schwierig oder aufzuskizzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und dass ihr den Kanal abonniert und vielleicht sogar euren Freundinnen oder Mitfilofaxerinnen das weitererzählt. Tschüss!